Und da kommen wir schon zur nächsten Frage. Braucht man eigentlich für ein Elektrofahrzeug ein Getriebe? Und wenn ja, warum? Natürlich braucht man ein Getriebe, denn dein Elektromotor hat ja auch irgendeine Welle und die muss irgendwie auch Kraft muss umgeleitet werden auf eine Achse. Das ist beim Elektroauto natürlich auch genauso. Außer man hat Radnabenmotoren. Das heißt, an jedem Rad, entweder nur an der Vorderachse oder an allen vier Rädern, sitzt direkt ein Motor. Aber selbst dann braucht man natürlich kleine Zahnräder, um die Wellen, die jeweiligen Antriebswellen, hier anzutreiben. Aber man braucht kein Schaltgetriebe, also kein variables Getriebe mit mehreren Gängen. Das hat dieser E-Up hier in diesem Fall auch nicht. Aber, auch wieder ein Aber, es gibt auch hier wieder Ausnahmen. Zum Beispiel der Porsche Taycan hat ein Zweiganggetriebe. Ganz allein um das Prinzip, bei höheren Drehzahlen arbeitet ein Elektromotor ganz genau wie ein Dieselmotor sehr ineffizient. Deswegen fahren die Elektrofahrzeuge meistens ja auch nur eine bestimmte Geschwindigkeit, so ab in diesem E-Up-Bereich hier 130 km/h, dann im Mittelklassebereich 160 km/h für ein ID.3 und die ganz großen Tesla Model S oder auch Porsche Taycan erreichen dann schon mal die 200 oder gehen sogar im Fall des Porsche deutlich über die 200 km/h. Und das ist nur möglich, wenn der Elektromotor nicht die ganz extrem hohen Drehzahlen dauerhaft fahren muss und so viel Kraft hat, dass er eine andere Übersetzung, ein anderes Übersetzungsverhältnis anwählen kann und mit einer niedrigeren Drehzahl höhere Geschwindigkeiten realisieren kann. Das heißt, wir können beim Porsche Taycan im Zweiganggetriebe dann bei den Geschwindigkeiten ab 180 km/h oder ab 170 km/h, 160 km/h in den zweiten Gang schalten und haben dadurch eine andere Übersetzung, mehr Kraft und weniger Drehzahl, also mehr Stromersparnis. Und das ist ein richtig intelligentes Prinzip.